Stalingrad im Winter mit der Vorherrschaft. Ja, da sind wir auch wieder zu einer neuen Folge von War Thunder. Folge 3, also das wird kein richtiges Let's Play, glaube ich. Zur Info, ich bin nicht alleine, immer noch nicht. Als Wingman ist der Bazooka dabei. Genau. Und ja, gucken wir uns das Ding mal an. Komm, nehme ich diesmal die D3R1 nehme ich wieder. Ich spiele immer noch die Japaner. Und da hinten sind die leichten Panzer und so. Aber Schnee, das, ich bin ehrlich, das sieht ja mal richtig, richtig geil aus. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin immer so, ich presche immer nach vorne. Und mecker dann, wenn ich abgeschossen werde, weil die sehen da hinten schon auf mich ab. Ja, komm. Ich hoffe, die sehen mich nicht direkt. Diesmal sind wir besser bei. Gut, die Kollegen ignorieren mich. Und ich nehme mal den mittelschweren Panzer in der Mitte. Du bist über mir? Ich nehme mir die in der Mitte, die vorne. Und wenn ich jetzt schaffe, noch die dahinter. Ich versuche auch ein bisschen was wegzunehmen. Weil ich werde schon beschossen. Und da fährt die Flak. Oh, war das knapp. Bodeneinheit zerstört. Eine Minute, bis ich wieder neue Bomben habe. Ui, 620 XP. Und ich brenne. Ich bin raus. Ich steige aus. Und ausgestiegen. Na, da sieht man mich noch und rausspringen. Zwei Piloten. Immerhin. Und ich nehme den anderen Bomber. Yeah. Ich bin ehrlich, das Spiel macht verdammt geil Bock. Ah, mal eben kurz auf die taktische Karte gucken. Wo sind noch welche? Da hinten sind noch am Spawnpunkt von denen die Jäger und alles. Oder hast du auf die D3A1 abgesehen? Jo. Ist ein Teilsbomber, ne? So wie meiner. Aber der landet da, ne? Ich glaube schon. Ne, er fliegt nur ziemlich tief. Na, wer weiß. Oh, schick. Ich habe gleich zwei hinter mir. Ich versuche mich da mal an die leichten Panzer, wenn ich da hinkomme. Diesmal sieht es ein bisschen besser aus als vorhin. Wenn wir denn noch hier ein paar Punkte einnehmen würden. Ach, der ist ausgesprungen. Wie lässt man denn die Landeklappen raus? Geh. Ah, fuck. Und da habe ich keinen Pilot mehr im Flieger. Da hat mich die Flak erwischt. Na komm, lad schneller. Eingenommen und abgeschossen. Aber eine weiche Landung.
Na, das ist das Wichtigste. Es sieht aktuell mau mau, so mittelmäßig aus. Könnte schlimmer sein. Weißt du, was passiert, wenn ich mein Tempo nicht verringere? Nee, ich frage, ob du das weißt. Dann können wir die Räder abreißen. Welche Räder? So, du meinst den Fliegen. Ja, ich nehme an, dir wird auch schwarz vor Augen. Also aktuell nein, wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat dann Auswirkungen auf den Flieger. Und der ist schon weg. Irgendwie habe ich Bock, den Bomber da von ihm zu holen. Und ich habe den Bomber. Da habe ich einen von meinen erwischt mit dem Flügel. Ja, mich hat auch ein Kollege gerammt. Ja, sowas passiert. Hat fliegend hier auch alle so nah an einen vorbei. Jo, Bazooka, das war knapp, ne? Verdammt. Oh, das war mein letzter. Du bist raus? Ich bin weg. Ah, verdammt. Kannst ja gucken, ob was hinter mir ist gleich. Der ist verdammt schnell, die SS-79. Na, überall so ein bisschen Schaden verursachen. Na, kommt mir einer näher davon? Nee, schade. Da ist einer hinter dir. Ja, ich hab's bemerkt. Ah. Komm, hol dich den Brennenden. Nein! Er ist immer noch hinter dir. Versuch mal auszuschwenken. Ich kann nicht mehr lenken, weil mein Flugzeug ist so gut wie Schrott. Und ich versuche noch auszusteigen. Und. Nicht mehr geschafft. Tja, das war's. Wir warten mal eben noch das Ergebnis ab und obwohl, Statistik. Ach ja, 2 Abschüsse, 2 Panzer habe ich erwischt. Ja. Und hier, ne, Flugzeug, Dingens.
Ja, wir machen mal im Feierabend. Wir zeigen gleich mal das Ergebnis noch kurz. Es geht zum Ende zu. Ja, endlich ein Glück. Wie erwartet. Statistik da. 4 Tickets haben die Roten noch. Und damit haben wir gewonnen. Und, zeig mir die Statistik. Zeig sie mir. Na, ich bin diesmal besser als Bazooka. Wie geil. Knapp, aber besser als ein Großteil im feindlichen Team. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss.